Bad Kleinen im Juni 1993. Ein kleiner Ort im Nordosten Deutschlands. Was hier innerhalb weniger Minuten passiert, wird den Rechtsstaat erschüttern. Die Rote Armee-Fraktion liefert sich ein letztes Duell mit der Polizei. Eine Festnahmeaktion mit tragischem Ausgang. Die Republik dachte, hier hat ein Racheakt stattgefunden. Wir wollen wissen, wie ist der Wolfgang umgekommen? Im Grunde bin ich schuld am Tod von den beiden. Man wollte eben alles und hat nachher eben auch dafür büßen müssen. Der 27. Juni 1993 ist kein schöner Sommertag im mecklenburgischen Bad Kleinen. Zwei Männer und eine Frau besuchen das Billardcafé am Bahnhof. Die einzige Gaststätte, die hier sonntags geöffnet hat. Sie nehmen in einer ruhigen Ecke Platz. Von hier aus können sie den Raum gut beobachten. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, es ist das letzte Mal, dass sie zu dritt zusammensitzen. Das Trio verlässt die Gaststätte. Als sie in die Unterführung einbiegen, gehen die Männer vorweg. Die Frau studiert einen Fahrplan. Dann Geschrei. Die Frau wird überwältigt. Einer der Männer zu Boden geworfen. Der andere rennt die Treppe hoch, rauf zu Bahnsteig 4. 39 Schüsse in 10 Sekunden. Dann Totenstille. Ein Mann liegt am Treppenaufgang. Ein weiterer regungslos im Gleis. Eine Viertelstunde später bringen zwei Rettungshubschrauber die Schwerverletzten ins Krankenhaus. Noch am selben Abend sind beide tot. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei einem Schusswechsel mit zwei Mitgliedern der RAF-Kommandoebene ist am Nachmittag in Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern der mutmaßliche Terrorist Wolfgang Grams erschossen worden. Auch ein Beamter der Bundesgrenzschutz-Sondereinheit GSG 9 erlitt tödliche Verletzungen. Das war eine Nachricht. Und nach einer Weile, nach nur ganz kurz, paar Minuten, haben sie gesagt, er sei in schweren Verletzungen erlegen. Also das war so schlimm. Ich wusste gar nicht, was ich denken sollte in dem Moment. Das war das schlimmste Erlebnis, das man sich so vorstellen kann, dass man einen Kameraden im Einsatz verliert. Und damit muss man erstmal zurechtkommen. Generalbundesanwalt Alexander von Stahl tritt vor die Presse. Ich meine, es ist traurig, dass der junge Polizeibeamte sein Leben lassen muss. Aber im Kampf gegen den politischen Terrorismus haben wir einen Erfolg erzielt. Doch die Erfolgsgeschichte kippt schnell ins Gegenteil. Verantwortliche auf höchster Ebene treten zurück. Ist in Bad Kleinen etwas vorgefallen, was nicht hätte passieren dürfen? Ist die Polizei bei der Verfolgung mutmaßlicher Terroristen zu weit gegangen? Das ist das Äußerste, was passieren kann. Wenn Polizeibeamte, also Staatsbedienstete, einen mutmaßlichen Verbrecher da freistehend hinrichten. Nicht? Das wäre eine Hinrichtung gewesen. Und noch eine Frage stiftet Verwirrung.
Gab es in Bad Kleinen einen dritten Mann? Zeugen wollen eine weitere Person gesehen haben. War es ein Terrorist? War es ein V-Mann des Verfassungsschutzes? Viele Fragen, aber keine Antwort von offizieller Seite. Wie kam es eigentlich zu dieser Aktion gegen die RAF? Die Geschichte der Festnahme hatte mit großen Erwartungen begonnen. Ein Erfolg bei der Fahndung nach den Köpfen der Rote Armee-Fraktion war genau das, was die Ermittler Anfang der 90er Jahre dringend brauchten. Nachdem knapp 10 Jahre zuvor die zentralen Figuren festgenommen wurden, ist jetzt die sogenannte dritte Generation der RAF am Werk. Eine Gruppe um Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld. Wer noch dazu zählt, wissen die Fahnder nicht. Ich räume ein, dass bis zu diesem Zeitpunkt die RAF sozusagen aus unserem Radarfilm verschwunden ist und wir keine Anhalte hatten, wo die Kommandoebene zu fassen ist. Die Mordserie der RAF an Repräsentanten der Bundesrepublik ist lang. Siemens-Manager Beckholz, der Diplomat von Braunmühl, Deutsche Bank-Chef Herrhausen und Treuhandpräsident Rohwedder werden Opfer der RAF, ohne dass die Täter gefasst werden. Von daher war natürlich ein hoher Druck seitens aller der Sicherheitsbehörden und natürlich auch der Politik, dass man diesem Spuk baldmöglichst ein Ende macht. Im Herbst 92 dann ein Hoffnungsschimmer. Der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz meldet, mit einem V-Mann zu arbeiten, der Kontakte zur Kommandoebene der RAF hat. Das war schon eine Meisterleistung. Es ist selten gelungen, dass so jemand an den inneren Kern der RAF herankommt. Beim Bundeskriminalamt setzt man große Hoffnungen in den V-Mann. Er wird für die Ermittler zur entscheidenden Figur. Woher kommt dieser Klaus Steinmetz? Der Student Steinmetz fällt den Behörden zum ersten Mal 1984 auf. Er engagiert sich bei Demonstrationen der linken Szene. 1989 wird er festgenommen beim Einbruch in ein Autohaus. Das ist der Moment, in dem der Verfassungsschutz vermutlich erste Anwerbeversuche startet. Die Strategie des Verfassungsschutzes in der Quellenwerbung ist eindeutig dadurch bestimmt, dass sie Ausschau halten nach Situationen, nach Grenzsituationen, wo sie zu dem Ergebnis kommen, dass eine bestimmte Person, die in wichtigen politischen Zusammenhängen und Strukturen sich bewegt, offenkundig, persönlich oder unter dem Gesichtspunkt der Straffälligkeit, möglichen Straffälligkeit, hier Probleme bekommt, dass der Nachrichtendienst solche Situationen, man könnte sagen, schamlos ausnutzt. Von nun an wird Klaus Steinmetz als V-Mann unter dem Aktenzeichen VM 704 geführt. Alle 2 Monate finden Treffen mit dem V-Mann-Führer statt. Steinmetz berichtet aus der linken Szene. Im Gegenzug erhält er Geld. Im Herbst 92 reist Steinmetz nach Paris. Hier trifft er eine Frau, die sich als Christine Louise Mathieu ausgibt. Nach dem Treffen legen die Verfassungsschützer Steinmetz Fotos vor. Er ist sich nicht ganz sicher, ob die Frau aus Paris identisch ist mit der auf dem Bild, der seit 84 untergetauchten Birgit Hogefeld. Steinmetz ist Anfang der 90er nicht nur Hoffnungsträger für die Ermittlungsbehörden, er ist auch wichtiger Vertrauensmann für die RAF. Seit Fall der Mauer hat sie massiv an Bedeutung eingebüßt. Der Wettkampf der Systeme war entschieden. Und der Kapitalismus hatte das Spiel gewonnen. Und so zeigten sich eine Fülle von Zerrüttungserscheinungen,
in den klassischen politischen Widerstandsbereichen, in denen auch die RAF nach ihrer Selbstanschätzung sich zu Hause sah. Steinmetz soll raushelfen aus der Krise, soll neue Unterstützer mobilisieren. Er ist gut vernetzt in der linken Szene, jobbt in Wiesbaden im linken Café Klatsch. Über seine Bekanntschaften kommt er in Kontakt mit RAF-Unterstützern und dann auch mit den führenden Köpfen der RAF selbst. Nach und nach gewinnt er deren Vertrauen. Er wird als Kurier eingesetzt, überbringt Nachrichten zwischen den Kommandomitgliedern. Der wohl größte Vertrauensbeweis, er bringt die Eltern von Wolfgang Rams zu dessen Versteck im Untergrund. Birgit Hogefeld bespricht mit ihm die Planung der nächsten Aktion. Im März 1993 sprengt die RAF den Gefängnisneubau im hessischen Weiterstadt. Das war ein ganz gehöriges Signal, aus dem heraus wir entnommen haben, dass die RAF noch am Leben ist. Wie der Anschlag in der Szene bewertet wird, soll beim nächsten Treffen mit Steinmetz diskutiert werden. Hogefeld schlägt einen Termin im Juni vor, in Bad Kleinen. Steinmetz berichtet den Behörden vom geplanten Treffen. Die hoffen auf den ersehnten Fahndungserfolg. Die RAF dagegen will mit Hilfe von Steinmetz ihre Zukunft neu ausloten. Und so treffen beide Seiten aufeinander in Bad Kleinen. Die Vorbereitungen der Festnahme beginnen knapp 2 Monate vor dem Zugriff. Herr des Verfahrens ist der Generalbundesanwalt. Er ruft die Entscheidungsträger aller Ebenen zusammen. Das gemeinsame Ziel: die Ergreifung der RAF-Kommandoebene in Bad Kleinen. Ich wollte nicht, dass ich mir später irgendwann mal den Vorwurf hätte machen müssen, ihr hättet Hogefeld und Grams festnehmen können. Ihr habt es nicht getan, weil ihr weiter das beobachten wollt und die haben in Zwischenzeit irgendwelche weiteren Straftaten begangen. Über das Ziel Festnahme sind sich alle einig. Doch vom Weg dorthin gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Erstmalig sitzen so viele Institutionen an einem Tisch. Darunter die Bundesanwaltschaft, das Bundeskriminalamt, der Verfassungsschutz. Sind hier zu viele Behörden beteiligt? Jede mit eigenen Interessen und Strategien? Insofern gab es durchaus Spannungen. Ich sage jetzt mal zwischen der Staatsanwaltschaft und der Verfassungsschutz. Die einen waren auf die Verhaftung aus und die anderen auf den Schutz des V-Mannes. In einem solchen Augenblick diese grundsätzlichen unterschiedlichen Vorstellungen zu einem gemeinsamen Vorgehen zu organisieren, daran ist von Stahl im Jahre 1993 kläglich gescheitert. Trotz der Differenzen ist dies die Geburtsstunde der Aktion Weinlese, wie die Behörden den Zugriff nennen. Das erste Treffen des V-Manns mit Birgit Hogefeld war an der Mosel. Und da lag der Name etwas nah. Weinprobe, Weinlese. Weinlese ist das, wo man sagt, jetzt wird die Ernte eingefahren. Hätte sehr schön werden können, ja. Aufklärungstrupps reisen nach Bad Kleinen, erkunden das Gebiet. Sie stellen fest, der Bahnhof ist für eine Festnahme ungeeignet. Zu klein, zu übersichtlich, um hier mit knapp 100 Mann unauffällig zu agieren. Die Fahrzeuge, die passen nicht üblich ins Bild. Unsere Bekleidung, das ganze Auftreten, so viele Männer in relativ gleichem Alter. Es war immer das Gefühl, hier muss ich doch gleich erkannt werden. Der Bahnhof als Zugriffsort scheidet also aus. Hogefeld und der V-Mann sollen hier nur abgepasst werden. Die Festnahme an einem strategisch günstigeren Ort erfolgen. Man hofft, auch weitere RAF-Mitglieder zu fassen. Vor allem Wolfgang Grams. Grams und Hogefeld sind als Paar bekannt. Sie kennen sich aus Wiesbaden.
Dort hatten sie sich in der Roten Hilfe engagiert, einer Organisation, die sich einsetzt für bessere Haftbedingungen von RAF-Gefangenen. 1984 sahen die beiden keine Möglichkeit mehr, auf legalem Wege ihre politischen Forderungen durchzusetzen. Es ist das Jahr, in dem sie in den Untergrund gehen. Die Ermittler fahnden seit Mitte der 80er Jahre nach Grams und Hogefeld. Gegen beide liegt ein Haftbefehl vor. In Bad Kleinen sollen sie nun endlich festgenommen werden. Der Generalbundesanwalt hat das Bundeskriminalamt mit dem Zugriff beauftragt. Hier wird die Festnahme strategisch geplant. Die Ausführung des Zugriffs übernimmt jedoch eine weitere Institution, die Spezialeinheit des Bundesgrenzschutzes, die GSG 9. Bei Zugriffen von Gewalttätern mit der Möglichkeit des Waffengebrauchs und so weiter sollte speziell diese hochspezialisierte Truppe der GSG 9 in Anspruch genommen werden. Das war also in Fachkreisen und so weiter schon lange Jahre zuvor so festgelegt worden und hatte sich an für sich all die Jahre auch bewährt. Die GSG 9 gilt als Elite der Zugriffstrupps. Die Helden von Mogadischu werden sie genannt, seit sie 1977 ein Flugzeug mit Geiseln aus den Händen von Terroristen befreit haben. Wer hier dazugehört, hat eine anspruchsvolle Spezialausbildung durchlaufen. Bislang ist der GSG 9 alles geglückt. Doch in der Zugriffsplanung ist das BKA auch auf den Verfassungsschutz angewiesen. Denn der hat Kontakt zum alles entscheidenden V-Mann. Die Idee ist, Steinmetz mit einem Peilsender auszustatten, eingebaut in einen Laptop. Der soll später Birgit Hogefeld übergeben werden. Der Zweck war, das war nicht ungeschickt gemacht von den Nachrichtendienstlern, die Bekennerschreiben, die die RAF aufsetzte, waren immer mehrseitig. Und wenn man normal mit einer Schreibmaschine schreibt, Fehler drin, weg. Oder Korrektur, Änderung, weg. Musste also immer wieder von vorne geschrieben werden. Da haben die gedacht, oho. Wir bieten einen Laptop an. Auch einen Personensender führt der V-Mann mit sich. Über ihn können die Ermittler hören, was gesprochen wird. Derart präpariert macht sich Lockvogel Steinmetz auf den Weg nach Bad Kleinen. Bei den Ermittlern macht sich Anspannung breit. Der V-Mann gilt als nicht besonders zuverlässig. Oft hatte er vereinbarte Treffen platzen lassen. Intern gab es sehr unterschiedliche Stimmungen, und zwar von alles Quatsch, alles überflüssig, die kommen sowieso nicht, bis hin, könnte sein das. Also in einer unserer vielen Einsatzbesprechungen habe ich dann nicht gezwungen gesehen zu sagen, Schnauze, ab sofort gehen wir davon aus, dass es ernst ist. Alles läuft nach Plan. Steinmetz kommt am Bahnhof Bad Kleinen an. Eine weibliche Person nimmt ihn in Empfang. Das BKA hat schon Tage vorher den Bahnhof mit Observationstechnik versehen. In Mülleimern, hinter Plakaten, überall sind Kameras platziert. Die Fahnder sind sich nicht sicher, wen ihr Lockvogel hier trifft. Die stand also vor dem Plakat und guckte da und das ist die Birgit. Ich meine, aus den Umständen heraus, Kontakt Wiesbaden und Frau und ließ sich im Grunde schon vermuten, dass es, wenn, die Hogefeld sein könnte. Die beiden reisen weiter nach Wismar. Bei der Zimmervermittlung mieten sie eine Souterrainwohnung im Stadtteil Wendorf. Birgit Hogefeld trägt sich ins Meldebuch ein, als Doris Peters. Über den Peilsender orten die Ermittler den Unterschlupf und quartieren sich ins Nachbarhaus ein, um von hier aus zu observieren. Wir wollten das Haus rein, ohne dass die Bewohner Wind bekommen, dass das BKA da ist. Und es gab damals eine Sendung von Rudi Carrell, nach der man sofort eine Reise antreten konnte oder musste, wenn man gewonnen hat. Das sind Kollegen von uns, die haben sich dann etwas fernsehmäßig verkleidet und sind dort erschienen, haben gesagt, sie haben gewonnen. Und dann war die Wohnung für uns. Zwei Tage später hören die Ermittler über den Sender, wie die beiden ihre Sachen packen. Alles ist bereit für den Zugriff. Der Einsatzbefehl lautet: Festnahme nach Verlassen der Ferienwohnung. Die Situation ist perfekt. Die GSG 9 ist in Position.
Die beiden sollen auf dem Weg zur Bushaltestelle gefasst werden. Der Vermieter hatte gefragt, warum sie denn schon gingen. Sie hätten doch noch für den ganzen Tag bezahlt. Und die Aussage war, wir wollen uns noch mit Freunden, Plural, treffen. Freunde treffen heißt für die Ermittler weitere RAF-Mitglieder. In Sekundenschnelle wird der Plan geändert, der Zugriff abgebrochen. Wäre diese Information nicht erfolgt, hätten wir zugegriffen, wäre die Sache erledigt gewesen. Ohne irgendwelche unbeteiligten Dritten, ohne sonst irgendwas, was da hätte passieren können. Und das wäre ein halber Erfolg gewesen. Man hätte zwar die Hogefeld gehabt und allen anderen Ärger nicht, aber das wusste man ja nicht. Und insofern entschied man sich, lassen wir es bei dem, warten wir ab, treff am Sonntag, dann treffen die anderen möglicherweise auch ein, dann haben wir sie alle. Bisschen naiv vielleicht. Wenn ich nicht gesagt hätte, wir brechen ab und wir machen den Zugriff anderswo, dann würden beide möglicherweise noch leben. Von jetzt an wird aus einer präzise geplanten Aktion eine Fahrt ins Ungewisse. Steinmetz und Hogefeld steigen wieder in den Zug und fahren nach Bad Kleinen. Ausgerechnet an den Ort, den das BKA für eine Festnahme ausgeschlossen hatte. Oh, Grauen. Uns blieb nichts anderes übrig, als dann eben uns darauf einzustellen, dass wir dort sind. Wir sind beide in das Bahnhofslokal gegangen, das also zwischen den Bahnsteigen liegt. Birgit Hogefeld verlässt das Café, geht auf Gleis 2. Hier fährt ein Zug aus Rostock ein. Ein Mann steigt aus. Die beiden scheinen sich zu kennen. Und wir wussten ja auch, dass die Birgit Hogefeld zu Wolfgang Grams gehört. Und dass dieses Paar irgendwo auftaucht oder wieder in Verbindung tritt, war uns klar. Also mit Grams hatten wir schon gerechnet. Im Café setzen sich beide zu Steinmetz und bestellen Gulasch, überbackenen Camembert und Würzfleisch. Belauert von 100 Einsatzkräften verzehren sie ihre Bestellung. Eine Henkersmahlzeit. Im Lokal zuzugreifen, habe ich striktweg abgelehnt. Das Ersuchen der Bundesanwaltschaft, im Zug den Zugriff zu machen, habe ich striktweg abgelehnt, aus Gründen der Sicherheit von unbeteiligten Dritten. Die optimale Situation war in diesem Tunnel. Die GSG 9 geht in Position. Sie hat einen Neuzugang dabei, Michael Nevzeller. Vor einem halben Jahr erst hat er seine Ausbildung beendet. Bad Kleinen ist sein zweiter Einsatz. Der Truppführer entscheidet sich für einen Zugriff ohne gezogene Waffe. Meine Vorstellung war einfach, es macht keinen Sinn, auf eine sehr kurze Entfernung eine Bedrohungssituation mit der Waffe aufzubauen, sondern ich wollte das nahe Gegenüber möglichst direkt körperlich überwältigen. Die GSG-9ler tragen keine Schutzwesten. Sie sind als Sportler getarnt, in Ballonseide und Turnschuhen, um nicht aufzufallen zwischen den Reisenden. Das hört sich hinterher fürchterlich an. Wie kann man auf einen Terroristen zugehen und zieht keine Schutzwesten an? Aber das war eben die große Überzeugung der GSG-9-Leute, dass sie darauf aus Gründen der Tarnung, zum einen, dass sie nicht erkannt werden, und zum anderen aufgrund ihrer, sie hatten auch Turnschuhe teilweise an, die waren also unheimlich sportliche Leute und gingen davon aus, die werden ganz kurz überwältigt und dann ist Schusswaffe nicht mehr erforderlich. Die GSG 9 hat im Vorfeld ohnehin sommertaugliche Schutzwesten beantragt, aber im Bundesministerium des Innern wurde in der Beschaffungsstelle gesagt, solange die alten noch nicht aufgetragen sind, gibt es keine neuen. Um 15.13 Uhr beginnt der Zugriff, der die Öffentlichkeit über Monate beschäftigen wird. Hogefeld, Grams und Steinmetz verlassen das Café. Ein auf dem Bahnsteig postierter Beamte meldet Ausgang. Die übrigen Kräfte beziehen ihren Posten, warten, dass der Zugriff ausgelöst wird. Wir hatten ausreichend Kräfte vor Ort. Wir kannten uns relativ gut aus. Das war eigentlich ein Szenario, von dem ich damals gesagt habe, ja, hier funktioniert das.
Ein GSG-9-Mann ist in der Unterführung als Späher postiert. Er kann die Zielpersonen bereits sehen. Dann ein Funkspruch des Einsatzleiters. Er hatte verdächtige Personen in einem Opel Kadett vor dem Bahnhof beobachtet. Weitere RAF-Mitglieder? Wenn Zugriff erfolgt, kontrolliert den Kadett, ordnet er an. Hier passiert der entscheidende Fehler. Ein falsch bedientes Funkgerät. Wenn er die Sprechtaste drückte, durfte er nicht gleich sprechen. Er musste einen Sekundenbereich warten, ehe er seinen Spruch absetzte. Also Taste drücken, Moment warten, sprechen. Zugriff erfolgt, kontrolliert den Kadett. Das Funkgerät verschluckt das wichtige Wörtchen wenn. Das Schicksal der Personen, die dort gehandelt haben, lag an dem Wort wenn. Der Beamte vom Bahnsteig hört, Zugriff erfolgt und denkt, die Festnahme sei vorbei. Er begibt sich zur Unterführung. Fatalerweise macht er damit den Weg frei, hoch zum Bahnsteig. Am Fuße der Treppe steht Wolfgang Grams. Wenn jemand plötzlich einer Person gegenübersteht, die er dort und da nicht vermutet, zeigt er eine Reaktion. Und wenn es nur das Aufmachen der Augen ist oder das Runterklappen des Kindes im Extrem, irgendeine solche Situation, solche Reaktion zeigt er. Und das dürfte Grams bemerkt haben. Der GSG-9ler im Tunnel sieht den Kollegen zu früh die Treppe runterkommen. Er gibt das Signal zum Zugriff. Die Truppe stürmt auf Grams zu. Der hat sofort reagiert. Der hat einmal nach links geguckt, einmal nach rechts geguckt und ist dann nach seinem Blick folgend rechts den Aufgang hochgestürmt. Und wir hinterher, weiterrufend, halt Polizei stehen bleiben. Der Aufgang zum Bahnsteig ist ungesichert. Grams rennt die Treppe hoch, die GSG 9 hinterher. Und als ich dann hochgeguckt habe, sah ich da jemanden stehen, mit der Waffe in unsere Richtung gedeutet und hat geschossen. Ich habe das nicht nur gesehen, sondern das ist etwas, was ich gut in Erinnerung habe. Ich habe es gespürt. Man spürt also wirklich Druckwellen. Der erste der Verfolger, Michael Nevzeller, wird getroffen. Ein Schuss ins Herz. Ein weiterer GSG-9-Mann wird verletzt. Im Tunnel werden Birgit Hogefeld und der V-Mann verhaftet. Grams bewegt sich schießend rückwärts über den Bahnsteig in Richtung Gleis. Von einem Bauchschuss getroffen, kippt er rückwärts auf die Schienen und bleibt regungslos liegen. Für mich war ganz klar, der ist durch Waffeneinsatz von uns so verletzt worden oder gar, wie ich erst den Eindruck hatte, ich hielt ihn für tot, getötet worden. Zwei GSG-9-Männer stehen bei Grams im Gleis und richten die Waffe auf ihn. Gerade mal 10 Sekunden dauert der gesamte Schusswechsel. Was in diesem kurzen Zeitraum passiert, wird bald Dutzende von Ermittlungsakten füllen. Der Bahnhof wird abgesperrt. Die Tatortgruppe des BKA sichert Spuren. Der nur zum Schein festgenommene V-Mann wird auf einem Parkplatz seinem V-Mann-Führer übergeben. Wenige Stunden später schon wird der Bahnbetrieb in Bad Kleinen wieder aufgenommen. Was jetzt folgt, ist die mühsame Aufarbeitung der Festnahmeaktion am Bahnhof. Eine weitere Institution wird in den Fall eingeschaltet. Die Staatsanwaltschaft Schwerin soll ermitteln. Denn es gibt einen Verdacht. Zwei Beamte der GSG 9 könnten Grams vorsätzlich erschossen haben. Wenn es wirklich so sein sollte, dass ein mutmaßlicher Straftäter von der Polizei vorsätzlich erschossen wird, dann wäre es eine Hinrichtung gewesen. Und die ist nun einmal absolut grundgesetzwidrig. Und das darf kein Staat und kann kein Staat machen. Aber es sprachen Indizien dafür. Erster Auslöser des Ermittlungsverfahrens gegen zwei Beamte der GSG 9 ist vor allem die Aussage einer Zeugin, der Kioskverkäuferin Joana Baron. Aus ihrem Verkaufsraum hat sie einen direkten Blick aufs Gleisbett. Sie will gesehen haben, wie zwei Männer auf Grams geschossen haben. Dann traten zwei Beamte an den reglos daliegenden Grams heran. Der eine Beamte bückte sich und schoss aus nächster Nähe mehrmals auf den Grams.
Die Aussage wird dem Polizeiführer weitergeleitet. Er behält sie für sich, will den Wahrheitsgehalt des Verdachts erst überprüfen. Diese Information war ganz wichtig für die Einschätzung der inneren Sicherheit. Ich kann eine solche Information nicht frei und ungeprüft auf den Markt werfen oder irgendeinem Laien in die Hand geben. Wenn eine solche Information tatsächlich stimmen würde, dann ist es Staatsnotstand. Ein derart brisanter Verdacht macht eine genaue Untersuchung der Todesfälle umso dringlicher. In der Pathologie in Lübeck wird der Leichnam von Wolfgang Grams obduziert. Mit überraschendem Befund. Bei der Verletzung an der Schläfe handelt es sich um einen absoluten Nahschuss. Um einen aufgesetzten Schuss also. Tja, da war ich schockiert. Denn ein aufgesetzter Schuss, als Fachmann weiß man, wie sowas passiert und was ein aufgesetzter Schuss ist. Und ich konnte mir daraus überhaupt gar keinen Reim machen. Wir waren völlig fassungslos, weil wir uns nicht erklären konnten, wie es zu diesem Spurenbild kommt. Weil für uns klar war, dass keiner von unseren Leuten so nah an ihm dran war. Ja, waren zwei Dinge klar. Entweder hat ein Beamter der GSG 9 den Kopfschuss gesetzt oder Wolfgang Grams hat sich diesen Kopfschuss gesetzt. Die zwei Denkmöglichkeiten gab's. Die Frage ist also, wer war so nah dran an Wolfgang Grams? Antwort darauf könnten die Waffen der am Zugriff Beteiligten geben. Zunächst untersuchen die Gutachter die Cesca von Grams. Das war anfangs die große Frage, ob es wirklich die Waffe Grams war, die zu dem tödlichen Kopfschuss geführt hat. Ein Sachverständiger hatte uns sehr schnell mitgeteilt, es könne nicht sein, weil die sogenannte Stanzmarke, die sich als Abdruck auf der Kopfschwarte von Herrn Grams befand, nicht in Übereinstimmung zu bringen sei mit der von ihm persönlich geführten Waffe. Aus welcher Waffe stammt der Schuss dann? Auch die Waffen der GSG 9 werden untersucht. Faustfeuerwaffen des Typs Heckler und Koch. Aber auch mit dem Mündungsprofil dieser Waffe stimmt der Abdruck auf Grams Schläfe nicht überein. Die Ermittler sind ratlos. Unklarheiten gibt es auch bei der Vernehmung der Zeugen. Was war passiert am Bahnhof Bad Kleinen? Keiner kann dazu konkrete Angaben machen. Vor allem die Aussagen der GSG 9-Beamten bringen die Staatsanwaltschaft ins Grübeln. Mehrfach werden sie verhört. Und mehrfach verstricken sie sich in Widersprüche. Wir hatten schon im Laufe der Ermittlungen plötzlich den Verdacht, dass etwas dran sein könnte an den ganzen Vorwürfen. Und speziell in dem Moment, als wir die eingesetzten GSG 9-Beamten vernommen hatten. Und aus einer dieser Beamten, und zwar einer derjenigen, die dann auch als nächstes an Herrn Grams herangetreten sind, nachdem er im Gleisbett lag, dass dieser uns erklärte, er habe dort auf dem Bahnsteig gekniet und auf Herrn Grams geschossen. Und plötzlich sei dieser nach hinten abgekippt und sei im Gleisbett aus seinem Blickfeld verschwunden. Und unsere Augenscheinnahme des Bahnsteigs ergab, der muss ihn in voller Länge gesehen haben. Keiner der Beamten will hingeschaut haben, als Grams ins Gleis fällt und sich dann den Kopfschuss gesetzt haben müsste. Sie hatten es nicht gesehen. Und damit gab es auch überhaupt keine Hinweise. Denn hätten sie gesehen, wie er sich suizidiert, hätten sie es auch gesagt. Ja, natürlich. Die GSG-9ler wollen lehrbuchartig auf dem Bahnsteig agiert haben. Doch das Spurenbild erzählt etwas anderes. Nämlich, dass sie im Treppenaufgang Deckung suchend auf Grams geschossen haben. Tatsache ist auf jeden Fall, dass er nur mit wenigen Geschossen tatsächlich getroffen wurde. Und das spricht für mich bei einer ausgebildeten Truppe dafür, dass manches vielleicht doch nicht so schulmäßig ablief. Beamte der Soko Schwerin stellen das Geschehen am Bahnhof nach. Versuchen immer wieder, den Ablauf nachzuvollziehen. Wer war wann wo? Wer hätte was sehen können? Auch an anderer Stelle stockt die Rekonstruktion. Die GSG 9ler dürfen bei der Vernehmung nicht über den V-Mann sprechen.
Ob ich noch weitere Personen in der Nähe wahrgenommen habe, darf ich nicht sagen, da dies durch meine Aussagegenehmigung nicht gedeckt ist. Waren tatsächlich 3 Personen aus der Gaststätte gekommen? Ich bin nicht befugt, dazu Aussagen zu machen. Eine Woche nach dem Zugriff tritt Bundesinnenminister Seiters zurück. Ein weiterer Anlass für Spekulationen. Im Zusammenhang mit dem polizeilichen Einsatz in Bad Kleinen und seiner Aufarbeitung sind offensichtlich Fehler, Unzulänglichkeiten und Koordinationsmängel innerhalb von Bundesbehörden deutlich geworden. Es gibt in Deutschland zu Recht den Begriff der politischen Verantwortung. Wer soll diese politische Verantwortung übernehmen, wenn nicht ein Minister? Dadurch, dass er nun vor die Kamera trat und sagte, ich trete zurück und übernehme die politische Verantwortung, sagte ja jeder verständige Mensch in der Republik, oh Gott, was ist da passiert? Wenn schon der Minister jetzt zurücktritt, der hat die volle Kenntnis des Geschehens und aufgrund dessen zu Recht tritt er zurück. Aber er wusste da zu dem Zeitpunkt gar nichts Konkretes. Der Innenminister flüchtet, tritt zurück. Da kann man unter Umständen annehmen, dass er eine Information bekommen hat, die er selbst nicht verarbeiten kann. Also, dass das Schlimmste vor Ort passiert ist. Der Rücktritt des Innenministers hat unserer Einsatzstrategie, der Informationsstrategie, das Genick gebrochen. Der Rücktritt kommt nicht von ungefähr. Seiters hatte die Vorabveröffentlichung des Spiegel erhalten. Ein anonymer Zeuge will gesehen haben, wie ein GSG-9-Mann Grams erschossen hat. Wenn angesehene Medien so konkret Vorwürfe erheben und eine Berichterstattung vorgenommen wird, dass hier eine Bundesbehörde, dass hier die Beamten der GSG 9 jemand hingerichtet haben, hat natürlich viele erschüttert, verunsichert. Und von daher war es ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, dass man hier dieses, wie gesagt, Zeichen des Vertrauens setzt, dass hier nichts unter den Teppich gekehrt wird. Es hat natürlich immer so dieses Gefühl von, ich will nicht sagen, verlassen zu werden, aber irgendwo nimmt sich dort einer raus aus einer Verantwortung. Bundeskanzler Kohl besucht die GSG 9. Mitten im laufenden Ermittlungsverfahren signalisiert er der Sondereinheit Rückendeckung. Angesichts der massiven Bedrohung durch Terroristen und das international organisierte Verbrechertum brauchen wir eine Einsatzgruppe wie die GSG 9. So dringend wie eh und je. Bei all der politischen Brisanz im Fall Bad Kleinen wendet sich die Staatsanwaltschaft Schwerin an die neutrale Schweiz. Die Gerichtsmedizin Zürich soll den Fall untersuchen. Am 7. Juli werden die Untersuchungsgegenstände übergeben. In die Schweiz reisen ein Stück Unterbauchgewebe, die Kopfschwarte und die Hände des toten Grams, eingepackt in Trockeneis. Weil diese Hände verpackt waren in Plastikmaterialien, hat sich dann Flüssigkeit angesammelt und die führte dann zu einer ausgesprochenen Quellung dieser Haut. Das sind so wie Waschfrauenhände, nennt man das im Fachjargon. Mhm. Das waren nicht unbedingt günstige Voraussetzungen für die weitere Bearbeitung. Auch Kleidung und Waffen von Grams und der GSG 9 kommen nach Zürich. Sie sollen noch einmal untersucht werden, hatte das Lübecker Gutachten doch beide Pistolentypen als Tatwaffe ausgeschlossen. Also wir wussten, dass das ausgeschlossen wurde, dass mit dieser Waffe dieser Schuss am Kopf des Grams abgegeben worden sei. Und das war sicher die Kardinalfrage, die es zu klären gab. Ist das so oder kommt eben die Waffe in Frage? Die Schweizer können belegen, dass die Cesca von Grams doch als Tatwaffe in Betracht kommt. Beim Schießen auf Schweinehaut entstehen Spuren, identisch mit denen auf der Schläfe des Toten. Ein Kopfschuss aus eigener Waffe.
hat Grams im Gleis Selbstmord begangen? Antwort darauf könnten die Spuren an seiner Hand geben. Hätte er selbst die Waffe zum Kopf geführt, müssten Blut- und Gewebespuren nachweisbar sein. Derartige Spuren wurden jedoch schon bei der Obduktion zerstört. Was war passiert in Lübeck? Beim Erkennungsdienst des BKA hatte zunächst Unsicherheit geherrscht über die Identität des Toten. Bei ihm wurde ein französischer Pass gefunden, ausgestellt auf Jean-Jacques Pierre Rolland. War der Tote überhaupt Wolfgang Grams? Um Zweifel auszuräumen, nehmen die Beamten Fingerabdrücke. In der Eile machen sie einen Fehler. Sie reinigen die Hände des Toten. Von der Leiche haben wir von allen 10 Fingern Abdrücke der Fingerendglieder genommen. Dr. K. hat an einzelnen Fingern der rechten Hand Blutspuren innen abgewischt. Mögliche Schmauch- und Gewebespuren an der Schusshand werden bei der Reinigung vernichtet, zugunsten sauberer Fingerabdrücke. Widerspricht vom Lehrbuch her jeder Vernunft. Nur, es wurde aus Karlsruhe die Order gegeben, ist das auch der Grams? Denn damit steht und fällt der ganze Einsatz. Und da hat der Kollege sich gesagt, das Sicherste ist, ich daktyloskopiere, hat Hand sauber gemacht und hat ihn eindeutig identifiziert. Den Gutachtern fällt an Grams Hand eine halbrunde Rötung auf, deren Ursache zunächst nicht geklärt werden kann. Möglich wäre, dass Grams die Waffe gewaltsam aus der Hand gewunden wurde. Wir haben dann darauf hingewiesen, dass der Hammer dieser Waffe distanzmäßig diese Zone an der Hand erreichen würde. Und wir sind dann noch weitergegangen. Wir haben auch überlegt, ob es allenfalls bei Nahkampfhandlungen, die ja eine geübte Truppe, wie das die GSG ohne Zweifel darstellte, allenfalls eine solche Veränderung zustande kommen könnte. Wurde Grams von einem GSG-9ler die Waffe gewaltsam aus der Hand gedreht? Nahkampfexperten in Zürich stellen nach, wie es abgelaufen sein könnte. Und ob die Rötung an Grams Hand vielleicht durch diese gewaltsame Bewegung entstanden ist. Einem Gegner die Waffe aus der Hand winden, gehört auch zu den trainierten Übungen der GSG-9. Wenn dies so wäre, stellt das die Selbstmordthese in Frage. Andere Gerichtsmediziner gehen davon aus, die Verletzung stamme vom Schotterbett des Bahnhofs und sei bei der notärztlichen Versorgung entstanden. Ich denke schon, dass dieser Abzughahn hier eine Einwirkung hinterlassen hat. Durch die Eigenhandlung kommt das so nicht zustande. Ja. Dieser Einschätzung der Schweizer Gutachter folgt die Staatsanwaltschaft Schwerin in ihrem Bericht nicht. Aber das Reinigen der Hände wird im späteren Bericht der Bundesregierung ein Punkt sein von 10 auf der Liste der Pannen und Versäumnisse von Bad Kleinen. Ein schwerwiegendes Hindernis bei der Rekonstruktion der Ereignisse ist auch das Schweigen über den V-Mann. Im Innenausschuss des Bundestages herrscht Verwirrung. Die Behörden berichten immer noch von 2 Leuten. Doch seit Tagen melden die Medien, dass 3 Personen am Bahnhof gefasst wurden. Die Abgeordneten sind irritiert. Das Erschreckende ist, dass durch die Nichtinformation, Fehlinformation oder Nullinformation der Eindruck entstehen musste in der Öffentlichkeit, dass hier in diesem Staat nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Wir konnten doch nicht sagen, wir dürfen das nicht preisgeben, weil der Mann geschützt werden muss, weil er wieder in die Szene rein muss. Das durften wir halt nicht sagen. Wir waren also geknebelt. Und insofern, das war der absolute, sag ich mal, Knaller, der dazu führte, dass eben der Eindruck entstand, wir vertuschen was, da wird was verheimlicht und das passte ja dann auch alles, nicht wahr? Denn das war eine ganz offenkundige Tatsache. Die saßen zu dritt da. Die haben das genau geschildert, was die gegessen haben, getrunken haben und so weiter. Und wir taten so, als ob da nicht ein dritter Mann war. Ne? Also es war eine schreckliche Situation.
Erst knapp einen Monat nach dem Zugriff darf offen vom dritten Mann gesprochen werden. So lange hatte der Verfassungsschutz gehofft, den V-Mann wieder einsetzen zu können. Der V-Mann war im Prinzip verbrannt. Und dieses Verbranntsein hätte man akzeptieren müssen und rechtzeitig erklären müssen. Das war ein V-Mann und das ist nicht geschehen. Das war eine der Schwierigkeiten, die die ganze Sache ins schiefe Licht brachte. Im Falle Bad Kleinen hat sich gezeigt, dass das Konzept des Verfassungsschutzes, um jeden Preis die Quelle Klaus Steinmetz zu schützen, ja ihr möglicherweise sogar noch eine nachrichtendienstliche Perspektive zu eröffnen, dass das eine reine Illusion war. Klaus Steinmetz selbst ist in einer schwierigen Lage. Nach der Festnahmeaktion in Bad Kleinen irrt er tagelang durch die Republik. Zurück in sein altes Leben kann er nicht. Er ist als Verräter aufgeflogen. Und auch die Perspektive als V-Mann ist dahin. Heute bin ich der Auffassung, dass eine Quelle, eine menschliche Quelle, eben nicht auf Dauer zwei Herren dienen kann. Nicht morgens gleichsam für den Staat in Form einer freien Mitarbeit sich engagieren kann und abends wieder in den extremistischen oder sogar terroristischen Strukturen sich bewegen kann. Die Bundesanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen Steinmetz. Die Frage ist, wie dicht er dran war an der RAF, ob er sich beteiligt hat an Straftaten wie dem Anschlag auf Weiterstadt. Wäre möglich, dass der Verfassungsschutz von Steinmetz Beteiligung an Weiterstadt wusste, dies aber verschwiegen hat, um den Einsatz in Bad Kleinen nicht zu gefährden? Ich gehe davon aus, dass er bei Weiterstadt zum Beispiel dabei war. Denn er muss sich schon irgendwie so ausgewiesen haben durch Mittäterschaften, dass man ihn sozusagen wert fand, in die Kommandoebene vorstoßen zu lassen. Er musste ja irgendwie auch glaubwürdig sein. Hat man einen 120 Millionen Mark Schaden in Kauf genommen, in der Hoffnung, drei Monate später RAF-Mitglieder in Bad Kleinen festzunehmen? Wenn es güterabwägend überlegt wird, der macht Straftaten, aber kann mir andere Informationen bieten, die höher, Anführungszeichen, höherwertig sind, also Festnahme von Kommandomitgliedern, dann nimmt man das in Kauf. V-Mann Klaus Steinmetz kommt ins Zeugenschutzprogramm aus Angst vor Racheakten der RAF. Bis heute lebt er im Ausland. Sechs Monate später präsentiert die Staatsanwaltschaft ihren Bericht zum Tod von Wolfgang Grams. Zu welchem Ergebnis kommen die Ermittler? Nach seinem Sturz auf das Gleis hat sich Grams selbst in Suizidabsicht mit der von ihm mitgeführten Pistole den tödlichen Kopfdurchstoß zugefügt. Doch der Staatsanwaltschaft gelingt keine lückenlose Rekonstruktion des Geschehens. Fragen bleiben. Ich will ja nicht behaupten, dass wir die absolute Wirklichkeit gefunden haben, aber es ist eben so, wir müssen versuchen, so nah wie möglich ranzukommen. Und das haben wir gemacht. Juristisch hat die Geschichte damit ein Ende. Doch die Linke im Land gibt sich nicht zufrieden. Auch die Eltern von Wolfgang Grams wollen wissen, was in den letzten Sekunden im Leben ihres Sohnes passiert ist. Ich will die Wahrheit und die erfahre ich nicht. Wer sagt sie mir? Bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen die Eltern Grams, um den Schweriner Bericht anzufechten. Ohne Erfolg. 1998 verklagen sie vor dem Bonner Landgericht die Bundesrepublik Deutschland. Das ist Anlass, noch einmal die Zeugen zu vernehmen, den Tatort zu besichtigen. Das Ergebnis, es kann weder eine vorsätzliche Tötung nachgewiesen werden, noch ist ein Selbstmord eindeutig belegt. Wir hatten die Beweislast als Kläger und die sagten, es ist keinesfalls bewiesen, dass er sich selbst erschossen hat. Aber den Klägern ist es auch nicht gelungen zu beweisen, dass er durch einen GSG-9-Beamten erschossen wurde. Unklarheit als das schlimmste denkbare Ergebnis im Fall Bad Kleinen? Klar ist nur eines.
Der 27. Juni 1993 hinterlässt Spuren im Leben aller Beteiligten. Auf der einen Seite steht der menschliche Verlust. Wie wird das nur werden ohne unseren Wolfgang? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass wir sowas hinnehmen müssen. Das, was es uns gekostet hat, das steht außer Frage, das muss man nicht diskutieren, war es nicht wert. Auf der anderen Seite ist Bad Kleinen auch ein Erfolg. Es ist der Anfang vom Ende der RAF. 1998 löst sie sich endgültig auf. Auch für die Behörden hat die Geschichte gewaltige Konsequenzen. Der Bundesinnenminister tritt zurück. Der Generalbundesanwalt wird entlassen. Der BKA-Präsident geht vorzeitig. Und im BKA wird erheblich umstrukturiert. Die schwierigen Probleme, die sich im Zusammenhang mit dem Einsatz insgesamt darstellten, die auch politisch ja zu erheblichen Konsequenzen geführt haben, sind aber aus heutiger Sicht zugleich auch anzusehen als ein Debakel für die gesamte Sicherheitsarchitektur dieses Landes. Der zweifelhafte Einsatz eines V-Manns, der glücklose Zugriff der GSG 9, Pannen bei der Ermittlungsarbeit und eine Informationspolitik, die mehr verschweigt als aufklärt. All das führt zu einem massiven Vertrauensverlust in den Rechtsstaat. 20 Jahre liegen die Ereignisse von Bad Kleinen jetzt zurück. Sie erzählen die Geschichte vom Versagen deutscher Sicherheitsorgane. Aktuell. Bis heute.